Ich habe Ihnen im Prinzip ein zweigeteiltes Referat mitgebracht. Es soll zum einen erstmal darum gehen, den Komplex Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg vorzustellen. Ein Thema, was jetzt nicht so bekannt ist. Und zum Zweiten dann eben darauf einzugehen, welche Rolle Matthias Erzberger gespielt hat im Kampf gegen diese Zwangsarbeit. Ja, beginnen wie gesagt mit dem Thema Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg. Muss man sagen, dass Zwangsarbeit ein ganz konstitutives Element war des sogenannten Zeitalters der Weltkriege, also von 1914 bis 1945. Allgemein verbunden in der kollektiven Wahrnehmung wird Zwangsarbeit in der Regel aber immer nur mit dem Zweiten Weltkrieg, dass es dieses Phänomen auch schon im Ersten Weltkrieg gab, ist über Fachkreise hinaus relativ unbekannt. Tatsächlich herrschte aber bereits in den Jahren 1914 bis 1918 eine ähnliche Ausgangslage. Es gab einen sehr großen Arbeitskräftemangel in der deutschen Kriegswirtschaft und die deutschen Behörden haben dann eben versucht, diesen Arbeitskräftemangel mithilfe von ausländischen Arbeitskräften zu beheben. Und wenn dies nicht auf dem Wege der Freiwilligkeit in dem Maße passierte, wie sich die deutschen Behörden das vorstellte, griff man eben in beiden Kriegen auf Zwang zurück. In unterschiedlicher Art und Weise, gehe ich später noch darauf ein. Als am 1. August 1914 der Erste Weltkrieg begann, gingen die meisten Zeitgenossen von einem kurzen Feldzug aus, so wie man das halt im 19. Jahrhundert kannte. Dementsprechend gab es relativ wenig Vorkehrungen für einen lang anhaltenden Krieg, insbesondere auch auf wirtschaftlichem Gebiet. Schon bald gab es jedoch einen großen Arbeitskräftemangel, wie gesagt, in der deutschen Kriegswirtschaft, zumal ja die Kriegswirtschaft sich auch immer mehr industrialisierte und wir auch eine industrialisierte Kriegsführung hatten. Einheimische Arbeitskräfte reichten in dieser Situation schon schnell nicht mehr aus. Auch der Rückgriff auf weibliche Arbeitskräfte und auf Jugendliche und aber auch auf Kriegsgefangene waren bei Weitem nicht ausreichend, um eben den enormen Bedarf zu decken. Eine erste Reaktion auf diesen Arbeitskräftebedarf war der massive Rückgriff auf ausländische Arbeitskräfte. Wie hat man sich das vorzustellen? Das Deutsche Kaiserreich war, wie dann später auch die Bundesrepublik, im großen Maße ein, wie Zeitzeugen damals sagten, Arbeitskräfteeinfuhrland. Das heißt, in jedem Jahr kamen mehrere hunderttausend Saisonarbeiter nach Deutschland. Das, was in heutiger Zeit der Spargelstecher ist, war damals der Kartoffelgräber oder der Grasmäher oder eben derjenige, der Schnitter, der sogenannte Schnitter, der die Ernte einzubringen half. Der Erste Weltkrieg beginnt dann in einem Zeitpunkt, wo gerade die Ernte eingebracht werden soll. Das heißt, es befinden sich mehrere hunderttausend ausländische Landarbeiter in Deutschland. Was machen die deutschen Behörden? Die deutschen Behörden verfügen, dass diese ausländischen Arbeitskräfte nicht wieder in ihre Heimat zurückkehren können, wenn die Ernte eingebracht ist, auch danach nicht. Normalerweise, wie gesagt, diese Saisonarbeitskräfte kamen, wenn die Saison begann, halfen bei der landwirtschaftlichen Arbeit mit, auch gerne mal 10 Stunden, 12 Stunden und noch länger am Tag und gingen dann eben wieder in ihre Heimat. In ihre Heimat hieß vor allen Dingen Russisch-Polen, also der Teil Polens, der zum Russischen Reich gehörte, oder auch aus Österreich-Ungarn. Und diesen Polen, insbesondere aus Russland, wurde dann eben schon relativ früh im Jahr 1914 untersagt, ihre Arbeitsstelle zu verlassen und ihren Arbeitsvertrag zu kündigen, solange der Krieg andauerte. Man kann in diesem Zusammenhang also schon von Zwang sprechen, weil eben die Arbeitskräfte nicht mehr in der Lage waren, selbstständig ihren Arbeitsvertrag aufzulösen. Es ist aber ein großer Unterschied insofern zum Zweiten Weltkrieg festzustellen, als die Arbeitskräfte nicht in Lagern leben mussten und auch wesentlich weniger drakonischen Regelungen ausgesetzt waren, sondern eben auf ihren normalen Arbeitsstellen, insbesondere auf landwirtschaftlichen Betrieben, eben verblieben. Ja, doch auch diese Zwangsbeibehaltung der Arbeitsverträge reichte bei Weitem eben nicht aus, weil eben Millionen deutsche Männer zum Heeresdienst eingezogen wurden und dann eben dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung standen. Und so begann man dann recht schnell, sich nach neuen Arbeitskräften umzuschauen. Und da gerieten dann sehr schnell die besetzten Gebiete
Deutschlands in den Blick. Das waren zum einen an der Westfront Belgien, wie Teile Nordfrankreichs und im Osten eben Russisch-Polen und Teile des Baltikums. Und das Ziel wurde, möglichst bald möglichst viele Arbeitskräfte aus diesen Gebieten nach Deutschland zu holen. Da waren insbesondere Belgien und Russisch-Polen interessant, weil es dort gleichzeitig eine sehr große Arbeitslosigkeit gab. Man hat dann diese Gebiete recht schnell mit einem Netz von Anwerbebüros überzogen. Sie sehen hier ein Anwerbeplakat, was an vielen Orten in den besetzten Gebieten so oder ähnlich zu sehen war. Hier haben wir ein Exemplar aus Białystok im östlichen Polen, dreisprachig in Deutsch, Polnisch und Weißrussisch, damit eben die einheimische Bevölkerung es auch lesen konnte. Hier werden kurz skizziert, wer gesucht wird, wofür und unter welchen Bedingungen. Ob die Bedingungen dann vor Ort immer so eins zu eins eingehalten wurden, ist dann nochmal eine andere Frage. Jedenfalls gelingt es eben mit diesem Netz von Anwerbebüros, in die sich die Anzuwerbenden noch selber einzufinden hatten, die dort einen Vertrag unterschrieben haben und dann eben nach Deutschland transportiert wurden. Es zeigt sehr unterschiedliche Ergebnisse. Während in Polen bis 1916 immerhin 200.000 Personen angeworben werden können, werden in Belgien im selben Zeitraum nur knapp 20.000, also ein Zehntel davon angeworben, obwohl die Arbeitslosigkeit in Belgien noch höher war als in Polen. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Zahl 200.000 war nicht gerade gering, weil man ja schon bei Kriegsbeginn 300.000 Polen aus dem Russischen Reich in Deutschland festgehalten hatte. Und diese 200.000 kamen eben noch obendrauf. Nichtsdestotrotz, obwohl dieser Erfolg, wenn man es so nennen will, in Polen da war, reichte das eben bei weitem immer noch nicht aus, um den enormen Bedarf der deutschen Kriegswirtschaft zu decken. Und so kommt es dann dazu, dass im August 1916 nochmal eine wesentliche Verschärfung der Arbeitskräftepolitik eintritt. Und zwar in dem Moment, wo Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff die dritte oberste Heeresleitung übernehmen. Und damit zwei Köpfe an die Spitze des deutschen Militärs gelangen, die den Anspruch haben, den Krieg nicht nur eben mit militärischen Mitteln zu führen, sondern ganz eminent auch mit wirtschaftlichen Mitteln und dafür sich in Anspruch nehmen, eben auch in Politik und Wirtschaft, Gesellschaft hineinzuwirken und da ihr enges, eigentlich militärisches Aufgabengebiet zu überschreiten. Ein Punkt, wo wir dann später bei Herrn Erzberger dann auch nochmal draufkommen, weil das eben für Konflikte sorgte. So, und diese beiden Dioskuren, wie sie bald genannt wurden, diese beiden Militärherrscher, haben eine Vision, nenne ich es jetzt mal, die da lautet, dass der Krieg nur noch gewonnen werden kann für Deutschland, wenn es zu einer Anspannung sämtlicher Kräfte kommt. Also sowohl militärisch als auch politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Ein Konzept, was man später auch unter dem Begriff totaler Krieg zusammengefasst hat. Ein Begriff, den es damals noch nicht gab, aber im Prinzip wurden hier schon erste Ideen in diese Richtung gedacht. So, was bedeutet das jetzt konkret im Bereich der Arbeitskräftepolitik? Zum einen hat man gesagt, in Deutschland sollen eben auch die Frauen gezwungen werden zu arbeiten. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Und in den besetzten Gebieten, das ist das ja das, was uns hier in zentral interessiert, hat man verfügt, dass es zu Zwangsrekrutierungen kommt. Das heißt, es wurden Listen aufgestellt, alle Arbeitslosen sollten gezwungen werden, eine Arbeit in Deutschland anzunehmen und wenn sie sich nicht selbstständig einfanden, sollten sie in Razzien zusammen gezogen werden, in Eisenbahnwaggons verbracht und nach Deutschland deportiert werden. Das gelingt im Westen wie im Osten in sehr unterschiedlicher Weise. Während in Russisch-Polen nur 5.000 Personen zwangsrekrutiert werden, die dann auch gar nicht nach Deutschland kommen, sondern ins besetzte Baltikum deportiert werden, werden in Belgien 60.000 Menschen zwangsrekrutiert und eben nach Deutschland gebracht. In unbeheizten Viehwaggons zum Teil. Aber diese Deportationen fanden dann in provisorische Lager statt, die nur mangelhaft eine Nahrungsmittelversorgung gewährleisteten, wo Kleidung und Unterkünfte nicht ausreichend waren, wo im Prinzip katastrophale hygienische und medizinische Verhältnisse herrschten. Eine Postkarte zeigt eben belgische Arbeiter, die in
zwangsrekrutiert wurden und nach Deutschland verbracht wurden und in diesem Fall in das Lager Munster in der Lüneburger Heide transportiert wurden. Dort wurden sie zunächst zusammengefasst und sollten dann von dort aus auf die verschiedenen Arbeitsstellen im Reich verteilt werden. Ja, handelt sich in diesem Fall, wie auch in allen anderen Abbildungen, die ich zeige, um ein Stück aus der Bibliothek für Zeitgeschichte. Ist schon interessant, dass man sowas als Postkartenmotiv verwendet hat. Wie schon erwähnt, die Lebensbedingungen in diesen Lagern waren alles andere als gut. Faktisch kam allerdings nur ein Bruchteil der Arbeiter wirklich dann dazu, dass sie bei Arbeiten eingesetzt wurden. Die ganze Aktion lief sehr schlecht vorbereitet ab und es kamen sogar 1200 Belgier im Rahmen dieses Zwangseinsatzes zu Tode. So, diese schlecht durchgeführte und sicherlich auch dem Rechtsempfinden vieler Zeitgenossen nicht entsprechende Aktion rief einen Sturm der Entrüstung vor. Allerdings gibt es hier wieder eine Zweiteilung. Während die Zwangsrekrutierung in Osteuropa kaum Aufmerksamkeit hervorriefen, löste die Deportation der belgischen Arbeiter einen Sturm der Entrüstung aus, nicht nur in Belgien selbst, sondern auch in Deutschland und auf internationaler Ebene, insbesondere bei den neutralen Staaten. So, ich hatte schon erwähnt, dass eben die wenigsten Arbeiter dann auch nur zum Arbeit wirklich eingesetzt wurden und auch dort keine besonders guten Leistungen zeigten. Das Ganze wurde daher auch schnell innerhalb Deutschlands als Fehlschlag interpretiert und dann im Frühjahr 1917 wurden die Deportationen dann auch schon wieder eingestellt. Komme ich später noch drauf, was da so die Hintergründe sind, aber Fakt ist auf jeden Fall, wir haben es dann hier auch mit einem eminenten Unterschied zu tun zu der Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg, die nicht nur eine wesentlich größere Dimension erreichte und wesentlich noch brutaler ablief, sondern die eben halt auch keine Eingrenzung fand, keine Einhegung, sondern sie radikalisierte sich im Prinzip aber weiter. Und da ist der Erste Weltkrieg dann schon ein Unterschied, da gab es noch gesellschaftliche, politische Gruppen, die Protest einlegen konnten und in diesem Fall dann eben auch erfolgreich, insbesondere die internationalen Reaktionen führten dann eben dazu, dass die deutschen Behörden sich zu einem Einlenken bemüßigt fühlten. So, und was hat das Ganze jetzt mit Matthias Erzberger zu tun, dem Thema unserer heutigen Tagung? Nun, Matthias Erzberger gehörte zu denjenigen, die mit ihrer Kritik dazu beitrugen, dass eben die Zwangsmaßnahmen dann 1917 wieder zurückgefahren und zum Teil auch wieder eingestellt wurden. Im Folgenden soll es daher darum gehen, Erzbergers Aktionen und auch seine Motive unter die Lupe zu nehmen in diesem Kampf gegen die Zwangsarbeit. Ich muss dazu sagen, dass ich Christopher Dove sehr danke, dass er mich zu dieser Tagung eingeladen hat. Ich bin aber kein genuiner Erzberger-Experte, sui generis, sondern ich habe mich eben mit Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg in meiner Dissertation auseinandergesetzt und nähere mich eben dann eben auch aus dieser Richtung dem Thema. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, was für eine komplexe Persönlichkeit Erzberger war, die auf verschiedensten Ebenen unterwegs war, ob nun im Reichstag, in der Partei, im Katholizismus, aber auch auf diplomatischer Ebene. Und dass es gar nicht so einfach ist, diese Person dann eben in einem Vortrag linear so abzubilden, dass man ihr wirklich gerecht wird. Aber ich will das mal im Folgenden versuchen. Was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass seine Positionen, die er im Laufe der Zeit entwickelte, dass er die durchaus sehr vehement vertrat. Das werden wir sicherlich dann auch in dem einen oder anderen Beitrag heute noch hören, dass diese Einstellungen aber gleichzeitig nicht in Stein gemeißelt waren, sondern die konnten sich durchaus wechseln. So zum Beispiel, was die Frage der Annexionen angeht, eben 1914 ein glühender Verfechter von Annexionen fremder Territorien, rückt er von dieser Position im Laufe des Jahres 1917 immer weiter ab und bekämpft dann eben auch Annexionspläne. Das trägt nochmal dazu bei, dass diese Person nicht so einfach zu fassen ist wie vielleicht einige andere Zeitgenossen. Die Fragen, die mich hier in diesem Kontext interessieren, sind: Was störte denn Erzberger überhaupt an Deportationen und Zwangsarbeit? Es war ja keineswegs so, dass jetzt alle Zeitgenossen sich an dieser Aktion störten. Wann und in welcher Form übte er Kritik und welche Motive leiteten ihn dabei? Was unternahm er letztendlich gegen die Zwangsarbeit und was bewirkte er damit? Und in welchem Zusammenhang stehen eben diese Aktionen mit den anderen politischen Aktivitäten
Erzbergers, insbesondere natürlich mit seinem Einsatz für die Friesenresolution des Reichstags, die wir eben schon gehört haben. Bevor ich jetzt auf seine Aktivitäten im Ersten Weltkrieg zu sprechen komme, müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Wodurch war Erzberger maßgeblich in Deutschland bekannt geworden? Das war seine Kritik am Kolonialismus. Und im Rahmen dieser Kolonialismuskritik im Jahr 1905 beginnend und sich bis 1908 im Prinzip fortziehend, hat er eben halt auch schon das Thema Zwangsarbeit aufgegriffen, weil Zwangsarbeit in den deutschen Kolonien eben auch ein sehr virales Thema war. Die indigenen Völker dort wurden von Beginn an in der einen oder anderen Form gezwungen, für die Deutschen zu arbeiten, weswegen dieses Thema dann eben auch in der Kolonialkritik eine Rolle spielte. Am 14. Dezember 1905 erhob Erzberger im Reichstag Anklage gegen Missstände der deutschen Kolonialpolitik. In diesem Zusammenhang kritisierte er eben auch den Arbeitszwang dort. Im Juli 1905 war es in Deutsch-Ostafrika, heute überwiegend Tansania, zu einem Aufstand gegen die deutsche Kolonialherrschaft gekommen. Erzberger hielt, Zitat, die Einführung des Arbeitszwangs für die Hauptursache des Aufstandes, Zitat Ende. Am 15. Januar 1906 verwies er darauf, dass die Zwangsarbeit in Deutsch-Ostafrika, Zitat, nicht durch Erlass des Gouverneurs eingeführt wurde, Zitat Ende, sondern weil Beamte ihre Befugnisse überschritten hatten. Sein Antrag zielte darauf ab, das Verordnungsrecht der Kolonialbeamten einzuschränken und dem Reichstag ein Mitspracherecht in der Kolonialpolitik zukommen zu lassen. Es ging ihm also schon damals um eine Einschränkung der Zwangsarbeit. Die Kritik diente ihm aber auch als Mittel zum Zweck beim Kampf um den Ausbau der Mitbestimmungsrechte des Parlaments. Erzberger war kein grundsätzlicher Feind der Kolonialpolitik, sondern er forderte vielmehr, Zitat, eine vernünftige Kolonisation, Zitat Ende. Am 19. März 1908 sprach er sich im Reichstag für eine, Zitat, negerhaltende Politik, Zitat Ende, aus, die eine Reglementierung des Arbeiteranwerbewesens sowie eine Arbeiterverordnung vorsah. Mit anderen Worten, die Kritik gegenüber der Politik gegenüber den Indigenen durfte also durchaus Zwangsmaßnahmen umfassen. Diese sollten aber geordnet und nach geltendem Recht verlaufen. Hier deuten sich Einstellungen und Verhaltensweisen an, die uns dann bei Erzberger während des Ersten Weltkriegs wieder begegnen werden. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung ins Jahr 1914 folgende. Matthias Erzbergers hatte sich im Zuge seiner Kritik an der Kolonialpolitik zu einem, wie gesagt, der bekanntesten Politiker des Zentrums und des Reichstags etabliert. Doch wie schon erwähnt, hatte er nicht nur als Abgeordneter eine wichtige Stellung, sondern er betätigte sich nach 1914 auch zunehmend auf dem Felde der Diplomatie. Besonders enge Beziehungen pflegte er, wie man sich denken kann, zum Vatikan. Ein besonderes Interesse zeigte er zudem für das Schicksal der katholischen Länder, die Deutschland besetzt hielt. Zu diesen zählte Belgien. Erzberger war über die Deportationen in Belgien schon relativ früh informiert. Im Jahr 1915 hatte er einen eigenen Nachrichtendienst aufgebaut, der ihn mit Informationen aus dem Ausland versorgte. Außerdem war er von der Reichsleitung mit der Leitung der Auslandspropaganda im neutralen Ausland betraut worden, insbesondere mit Blick auf katholische Länder. Sein Büro in Berlin diente auch in der Frage der Behandlung belgischer Arbeitskräfte als zentraler Umschlagsplatz für Informationen und Meldungen aus den verschiedensten Quellen. Vor diesem Hintergrund wurde Erzberger zum wichtigsten Ansprechpartner des Vatikans bezüglich der Deportationen in Belgien. Nachdem Erzberger im Oktober 1916 zunächst eine erste Anfrage des Heiligen Stuhls noch mit einer, um es vorsichtig auszudrücken, euphemistischen Darstellung der Verhältnisse beantwortet hatte, forderte er im Januar 1917 gegenüber dem Reichsamt des Inneren und dem Auswärtigen Amt zur freiwilligen Anwerbung von Arbeitskräften zurückzukehren. Ende Februar 1917 traf sich Erzberger mit dem Leiter des Kriegsamts, Wilhelm Gröner, zu einem Gespräch, um eine möglichst baldige Einstellung der Deportationen zu erreichen. Die oberste Heeresleitung blieb jedoch, Zitat, unerbittlich. Auch im Reichstag und in dessen Hauptausschuss setzte sich Erzberger aktiv für ein Ende der Deportationen aus Belgien ein, allerdings erst relativ spät im Frühjahr 1917. Im nicht öffentlichen Hauptausschuss forderte Erzberger
am 3. März 1917 eine Resolution, die Rückkehr der belgischen Arbeiter. Die Deportationen müssten ebenso aufhören wie der zwangsweise Arbeitseinsatz an der Front, besonders in Reichweite des gegnerischen Feuers. Trotz massiver Gegenrede Karl Helferichs wurde der Entwurf als Resolution Erzberger von Peyer angenommen. Allerdings wurde die Resolution nicht im Plenum des Reichstags eingebracht und damit auch nicht veröffentlicht. Außerdem waren die Deportationen zu diesem Zeitpunkt bereits eingestellt worden, was aber erst am 14. März 1917 öffentlich bekannt wurde. Während die Deportation belgischer Arbeiter ins Reich im Februar 1917 eingestellt wurde, hielten Deportation und Zwangsarbeit im westlichen Etappengebiet an, also in den Gebieten direkt hinter der Front. Die Zwangsarbeit in den Etappengebieten blieb daher ein Thema im Reichstag, eben auch in dessen immer wichtiger werdendem Hauptausschuss. Am 3. Mai 1917 legte Erzberger eine weitere Resolution im Hauptausschuss vor. Darin forderten die Mitglieder des Ausschusses Reichskanzler und Reichsleitung auf, die sofortige Einstellung der Deportationen nach Nordfrankreich in die Wege zu leiten. Außerdem sollten alle in Deutschland befindlichen Belgier zurückkehren dürfen. Die fortgesetzte Zwangsarbeitspolitik im westlichen Etappengebiet gefährdete die päpstliche Friedenssondierung vom Sommer 1917. Auf Bitten der päpstlichen Nunziatur in München wies Erzberger im Juni 1917 Erich Ludendorff auf die negative Folgen der Zwangsarbeitspraxis hin und drängte ihn einzulenken. Dieser blieb jedoch unnachgiebig und wies Erzbergers Vermittlungsangebot zurück. Erzbergers Einsatz gegen Deportation und Zwangsarbeit im Etappengebiet dauerte bis Kriegsende an und da es eben andauerte, blieb es eben halt auch erfolglos. Er scheiterte an der harten Haltung der obersten Heeresleitung, die sich auf militärische Notwendigkeiten berief. Sie sehen hier ein weiteres Bild von Zwangsarbeitern, in diesem Fall in Litauen, Waldarbeiter, die in der Nähe von Vilnius eingesetzt wurden. Wie Sie sehen, einige von denen doch noch recht jungen Alters. Also auch davor schreckte man nicht zurück, schon Knaben zu rekrutieren. Erstaunlich ist, dass sich Erzberger und das Zentrum nicht um Zwangsarbeit im besetzten Polen, zu Zwangsarbeit im besetzten Polen und Litauen äußerte, also unter anderem zu den Herren, die wir hier auf dem Foto sehen. Erzberger setzte sich zwar 1917 bei der Reichsleitung, im Reichstag und beim Vatikan dafür ein, die Lage der katholischen Bevölkerung Litauens zu verbessern. In seinem Nachlass finden sich außerdem Unterlagen über Zwangsarbeit in Litauen. Er äußerte sich hierzu jedoch weder im Hauptausschuss noch im Plenum des Reichstags. Eine Erklärung für diese fehlende Kritik Erzbergers an den Zwangsmaßnahmen in Polen und Belgien könnte sein, dass Erzberger einen Arbeitszwang in den besetzten Gebieten selbst nicht generell ablehnte, sondern lediglich die Deportation nach Deutschland und in andere besetzte Gebiete. Dies erinnert an seine Haltung gegen die koloniale Zwangsarbeit, die ja auch nicht prinzipieller Natur gewesen war, sondern eher einen einschränkenden Charakter hatte. Ich möchte meine Ergebnisse in einem Fazit zusammenfassen. Worin bestand also Erzbergers Kritik an der Zwangsarbeit und wie war sie motiviert? Erzberger kritisierte, wie auch andere Vertreter des Zentrums und des politischen Katholizismus, Deportation und Zwangsarbeit während des Ersten Weltkriegs. Diese Kritik war jedoch nicht grundsätzlicher Natur, sondern richtete sich im Wesentlichen gegen die brutale Ausführung der Zwangsarbeitspolitik und vor allen Dingen gegen ihre negativen Folgen für die deutsche Außenpolitik. Erzbergers befürchtete negative Auswirkungen auf die Friedensbemühungen, insbesondere auf diejenigen des Vatikans. Moralische Bedenken spielten laut Jens Thiel eine Rolle, waren jedoch nicht ausschlaggebend. Dies passt zu seinem zeitgleichen Handeln in anderen Fragen. Auch im Falle des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs, also des Angriffs auch auf Handelsschiffe ohne Vorwarnung, sowie seine Ablehnung von ausgreifenden Annexionsforderungen ab dem Jahr 1917, dann seine strategische Sorge um einen Verständigungsfrieden im Vordergrund, weniger humanitäre oder völkerrechtliche Erwägungen. In Anbetracht der militärischen Lage war er einfach zu der Überzeugung gekommen, dass Deutschland den Krieg nur noch zu annehmbaren Verhältnissen beenden könne, wenn es zu einem Verständigungsfrieden kommen würde und das möglichst schnell. Auf dieses Ziel arbeitete er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln hin. Insofern hing sein Kampf gegen die Zwangsarbeit auch mit der
von ihm initiierten Friedensresolution des Reichstags vom 19. Juli 1917 zusammen. Im Zusammenhang mit seinen Friedensbemühungen ist auch Erzbergers Kritik an der zu großen Machtfülle des Militärs zu sehen, die bei seiner Ablehnung der Zwangsarbeitspolitik deutlich hervortritt. So schrieb er am 8. Januar 1917 an den bayerischen Ministerpräsidenten Graf Härtling, ebenfalls Zentrum, Zitat: Das Militär hat die Sache ganz in die Hand genommen und Militär und Politik vertragen sich nicht. Das hat sich schon oft gezeigt. Der Abtransport der belgischen Arbeiter hat uns mehr geschadet als der ganze Durchmarsch durch Belgien. Ich sehe die größte Gefahr in dem Dreinreden der obersten Heeresleitung in rein politische Sachen. Zitat Ende. Das Reinregieren der Militärs verringerte in Erzbergers Augen Deutschlands Aussichten auf einen Frieden. Mit zunehmenden parlamentarischen Aktivitäten versuchte er daher, den Einfluss der Militärs zurückzudrängen und die Parlamentarisierung des Reichs voranzutreiben. Wie ist nun Erzbergers Rolle im Kampf gegen die Zwangsarbeit zusammenfassend einzuschätzen? Erzberger nahm unter den innenpolitischen Gegnern von Deportation und Zwangsarbeit laut Jens Thiel eine Schlüsselposition ein. Der Einfluss Erzbergers lässt sich jedoch nicht eindeutig bemessen. Sicherlich gehörte er zu den prominentesten und vor allem einflussreichsten Kritikern der Zwangsarbeitspolitik in Deutschland. Seine Kontakte zur Reichsleitung, im Reichstag, zu Behörden und Dienststellen und zur Besatzungsverwaltung in Belgien sowie zur Diplomatie und zum Klerus in Deutschland und in Belgien gewährten ihm vielfältige Einflussmöglichkeiten, die anderen Politikern nicht zur Verfügung standen. Die Behörden stellten die Deportationen jedoch nicht aufgrund Erzbergers Kritik ein. Die von Erzberger initiierte Resolution vom 3. Mai 1917 trug laut Jens Thiel aber wesentlich dazu bei, das Kriegsamt und Kriegsministerium in Widerstand gegen eine generelle Rückkehr aller Deportierten nach Belgien aufgaben. Der Reichstag war zwar in den Entscheidungen bezüglich der Deportation nicht eingebunden, aber die dort geübte Kritik zeigte Wirkung. Noch vor der Bildung des interfraktionellen Ausschusses und der Friedensresolution vom Juli 1917 hatte sich die spätere Weimarer Koalition zusammengefunden und erfolgreich Politik gemacht. Der Primat des Politischen vor dem Militärischen konnte jedoch nicht grundsätzlich durchgesetzt werden. Erzbergers Erfolgsbilanz bei der Bekämpfung von Deportation und Zwangsarbeit ist also gemischt. Seine Kritik bildete aber eine wichtige Brücke zu den bedeutenden Ereignissen des Sommers 1917, die mit Erzbergers Namen verbunden sind, der Friedensresolution des Reichstags und der Parlamentarisierung der Außenpolitik. Vielen Dank.